Hallo, herzlich willkommen zum ersten Teil des Affinity Photo Grundkurses. Das Affinity Photo Programm ist ein sehr leistungsstarkes Programm, das im Dezember 2014 zum ersten Mal auf den Mac-Markt kam. Und es ist wirklich ein Kracher, das Programm kostet 50 Euro im App Store und kann tolle Sachen, wir werden das hier vorstellen. Vielleicht ein paar Tipps vorab. Der Kurs ist so aufgebaut, dass wir nicht die ganze Programmoberfläche erklären, sondern wir machen anhand von Beispielen einfach schon ein paar Dinge, damit wir produktiv schon was generieren und gestalten. Und anhand dieser Schritte werdet ihr so Stück für Stück in jedem Teil neue Sachen von dem Programm kennenlernen. Aber da müssen wir nicht so gähnend langweilige Programmerklärungen machen, sondern direkt loslegen. Und das tun wir jetzt. Falls ihr es installiert habt, seht ihr hier unten das Affinity-Programm im Dock. Falls es da nicht ist, schiebt es euch da rein. Und dann nehmen wir dieses Foto und schieben es hier einfach auf Affinity-Foto. Und dann öffnet sich das Programm direkt mit dem Bild. Ja, und hier ist es, hier gibt es noch so eine Vorauswahl, ihr könnt noch so ein paar Bilder von Affinity Photo selber laden. Das schließen wir jetzt mal den Dialog und hier sehen wir jetzt das Bild. Ich schalte mal mit der grünen Taste auf den Vollbildmodus und wir haben hier so eine kleine Katze und wollen jetzt verschiedene Dinge damit machen. Zunächst einmal, wie ist das Programm aufgebaut? Das ist auch wichtig zu verstehen. Wir arbeiten hier in diesem Programm mit Ebenen. Ebenen gibt es in vielen Mac-Programmen. Ihr müsst euch das vorstellen, die unterste Ebene ist euer Schreibtisch. Und nun legt ihr da immer irgendwelche ausgeschnittenen Sachen drauf oder ganz flächige Bilder. Und wir gucken von oben drauf und alles, was wir so von oben durchschauen können, das sehen wir halt als Bildcollage. Ja? Und es wird gleich ein bisschen klarer, wenn wir hier anfangen, diese Ebenen mal einzuführen. Die erste Ebene, die wir hier haben und die sehen wir hier, das ist die Hintergrundebene. Das sollte standardmäßig eingeschaltet sein. Ansonsten könnt ihr hier so verschiedene Raster anklicken, Menüpunkte anklicken und da ist einer, der heißt Ebenen. Und dann seht ihr das hier. Und der hat so ein kleines Schloss. Das heißt, das, was ich jetzt hier als Bild geladen habe, ist erstmal geschützt. Ich kann nichts dran verändern. Und deswegen drücken wir hier mal auf das Schloss, damit wir was verändern können. Denn wir wollen ja was verändern. Ja? So, und jetzt wollen wir erstmal die Größe des Bildes verändern. Das sind so Sachen, die man so standardmäßig vielleicht machen. Und dazu klicken wir hier auf dieses Tool mit dem Pfeil. Das ist das Verschieben-Tool. Und ihr seht dann so einen Rahmen um das Bild. Und mit so kleinen Anfassern hier am Rand könnt ihr das Bild verändern. Und wenn ihr hier auf die Ecken klickt, dann verändert sich beim Schieben mit der Maus und gedrückter linker Maustaste ja das Bild in der Größe. Und zwar wird die Breite und die Höhe dabei beibehalten. Also eine sogenannte proportionale Vergrößerung. Ihr könnt dann in das Bild klicken, das Bild irgendwo hinschieben, ja, und damit die Bildgröße verändern. Wenn ihr an die Ränder klickt, dann könnt ihr die proportionale Vergrößerung damit abschalten. Ihr seht, die Katze wird jetzt hier gestaucht oder entsprechend gestreckt. Also man verliert hier die Proportion dieser Katze und das ist meistens nicht gewünscht. Und hier oben seht ihr ja wie so ein Aufhänger, so ein Bildaufhänger, so einen kleinen Nagel und an dem kann ich drehen und dann kann ich das Bild auch rotieren. Alles das kriege ich hier in Echtzeit angezeigt. Also wenn ihr das Bild ein bisschen schräg stellen wollt, dann geht das alles. Ja, und jetzt haben wir hier ein bisschen rumgespielt und festgestellt, dass wir uns alles kaputt gemacht haben an dem Bild. Die Proportion ist weg, die kriegt man auch nicht mehr einfach so mal eben wieder hin. Jetzt wollen wir das Ganze rückgängig machen und das geht bei Affinity Photo sehr, sehr gut. Ihr seht nämlich hier unten ein Protokoll und da ist so eine Schiebeleiste. Und wenn ich an der schiebe, dann können alle Schritte, die ich gemacht habe, jederzeit wieder rückgängig gemacht werden. Also ich kann hier ganz auf den Anfang gehen und ihr seht auch hier, diese einzelnen Arbeitsschritte sind beschrieben und die kann ich auch auswählen, kann also an jedem Punkt meiner Arbeit jederzeit auch wieder zurück. Und wir gehen jetzt hier wieder ganz an den Anfang, wo wir den Schutz, also das Schloss, aufgehoben haben. Das war also das Verschiebetool, mit dem ich also das Bild in der Größe verändern kann. Viele von euch wollen aber auch Bilder ausschneiden und genau darum geht es jetzt. Wie schneidet man die Katze aus diesem Bild? Und das könnte man machen, indem man hingeht und hier eins dieser Tools nimmt. Hier gibt es nämlich in diesem Bereich verschiedene Tools. Standardmäßig ist wahrscheinlich bei euch der Auswahlrahmen Rechteck ausgewählt. Damit kann ich hier auf der Ebene so einen Rahmen aufziehen und damit die Katze ausschneiden. Kann ich mal machen. Ausschneiden geht mit Command X. Ihr findet das aber auch hier oben im Menü unter Bearbeiten. Ja, da taucht es jetzt aber komischerweise nicht auf. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Also nicht wundern, wenn manche Sachen da nicht so sind, wie man sie sich gerne wünscht und vorstellt. Hier klappt es jetzt gerade nicht und ich weiß auch, woran es liegt. Und da nicht verzweifeln, manchmal sind es so Dinge, gerade wenn man die Videos jetzt nachmacht, die ich erkläre, dass man irgendwas geklickt hat und das hat irgendwas deselektiert und deswegen ist das Menü, wie ich es jetzt hier habe, bei euch nicht da. Und tatsächlich ist es so,
wenn wir reingucken, alles ist immer logisch erklärbar, warum sind diese Befehle Ausschneiden und Kopieren gerade so ausgegraut, obwohl ich hier einen Rahmen habe? Na, weil das Programm eben im Moment nicht weiß, auf welche Ebene sich dieser Schnitt, den ich da machen will, bezieht. Und das liegt daran, dass ich hier durch irgendein Rumgeklicke die Ebene nicht angewählt habe. Ja? Ich klicke die jetzt nochmal an und ihr seht sie jetzt blau hinterlegt. Jetzt ist die Hintergrundebene ausgewählt und jetzt weiß Affinity Photo auch, aha, von der Ebene möchtest du es ausschneiden und jetzt funktioniert das Menü. Also nicht verwundern, immer mal nachgucken, ob die Einstellungen auch teilweise so sind, wie ich sie hier vormache. Ich kann nicht so eine hundertprozentige Garantie geben, dass ich alle Eventualitäten eben hier berücksichtigen kann. Ich versuche das immer möglichst einfach zu halten, damit ihr keinen Frust erlebt, dass Dinge nicht gehen. Aber meldet euch, falls das nicht der Fall ist. So. Also, ich schneide das jetzt hier mal aus und wupp, weg ist die Katze. Wir haben hier so ein Loch und jetzt fügen wir sie mal wieder ein. Das geht auch hier über Bearbeiten, Einfügen. Am besten merkt ihr euch die Tasten, die sind nämlich in allen Mac-Programmen gleich. Command-X schneidet Dinge aus, Command-V fügt sie ein. Machen wir jetzt. Und jetzt schaut mal, die Katze ist wieder da, aber es ist eine weitere Ebene hinzugekommen. Wir haben nämlich durch das Ausschneiden und Hinzufügen eine neue Ebene kreiert. Und wenn ich jetzt mal den Hintergrund mit dem Häkchen hier abschalte, dann seht ihr, was passiert. Es ist tatsächlich nur noch das Viereck vorhanden mit den Objekten, die drin waren, in dieser Ebene. Auch die kann ich abschalten, dann habe ich natürlich gar nichts. Ich kann den Hintergrund wieder einschalten, dann habe ich wieder mein leeres Rechteck und ich schalte die Ebene wieder an und dann habe ich das hier übereinander gelegt und es sieht aus, als wäre es das normale Bild. Aber spätestens jetzt, wenn ich diese Ebene, in der ich jetzt bin, hier mal verschiebe, dann seht ihr, da stimmt was nicht. Ja, das funktioniert so nicht. Okay. Also so die Katze auszuschneiden ist vielleicht nicht ganz so prickelnd, ja, weil wir da ja einfach nur so einen blöden Hintergrund mit drin haben. Wir wollen wirklich nur die Katze haben. Deswegen gehen wir wieder ganz am Anfang hier auf Schutz aufheben. Wir haben wieder eine Ebene, die angewählt ist und wir wählen jetzt ein ganz anderes Werkzeug, nämlich dieses hier. Das ist der Auswahlpinsel und damit kann ich eine Auswahl treffen. Ihr seht hier oben ein weiteres Menü. Es gibt hier so eine Addition und Subtraktion. Kommen wir gleich zu, was das bedeutet. Ich kann die Pinselbreite hier einstellen. Das ist dieser Kreis, den wir hier sehen. Und noch ein paar andere Sachen. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein, weil das wird dann zu kompliziert. Das machen wir später mal. Jetzt brauchen wir es auch nicht. Wir machen jetzt Folgendes. Wir wählen mit dieser Addition, die muss angewählt sein. Wir addieren jetzt Flächen, Selektionen dazu. Malen wir hier mal in dieser Katze rum. Und ihr seht, das Programm ist relativ klug, es erkennt anhand der Farbkontraste relativ schnell die Katze und ich kann hier so mal in den Tatzen rummalen und an verschiedenen Stellen versuchen, die Selektion so auszuwählen, dass ich einigermaßen gut die Katze treffe. Und ihr seht aber auch, das ist nicht so ganz gelungen, ein paar Sachen sind einfach in die Hose gegangen. Der hat nämlich hier diesen weißen Bereich dazu gewählt, hier müssen wir nochmal das Feld ein bisschen mit auswählen. Also so ganz gut hat es nicht geklappt, macht aber nichts. Jetzt gehen wir hier auf die Subtraktion. Ändern mal die Größe unseres Pinsels ein wenig und dann heißt Subtraktion halt, dass wir wieder was abziehen von der Selektion. Und das machen wir jetzt. Wir malen hier mal rein. Ja, und jetzt haben wir die Tatze wieder blöderweise mit subtrahiert. Das ist egal. Wir gehen hier rein. Hier kriegen wir es auch nicht so ganz sauber hin. Jetzt gehen wir wieder auf die Addition und versuchen mal hier so einigermaßen noch durch kleine Klicks das wieder hinzubekommen. Und dann seht ihr, gelingt das sehr gut. Prima. Hier oben können wir auch noch ein bisschen subtrahieren, also immer den Modus gucken. Ah, da subtrahieren wir noch so ein bisschen raus. Wunderbar. Jetzt könnten wir uns mal anschauen, wie die Selektion aussieht. Das machen wir hier, indem wir auf dieses Tool klicken. Dann sehen wir eine sogenannte Maske und die Maske zeigt im Grunde genommen das an, was gleich ausgeschnitten wird. Das ist nämlich bunt und der rote Bereich ist nachher nicht im Bild enthalten. Und wenn wir hier mal genauer hingucken, dann sehen wir, dass wir hier doch ziemlich komisch ausgeschnitten haben, aber hier zum Beispiel könnten wir noch ein bisschen subtrahieren, aber wir haben ja so eine ganz fransige, blöde Kante drin. Das sieht nicht ganz so toll aus, wenn wir das nachher ausschneiden. Deswegen machen wir gleich noch was und verfeinern das. Zunächst einmal schalten wir die Maske jetzt wieder ab. Wichtig ist immer, dass ihr in der Ebene auch bleibt, in der ihr arbeitet. Und jetzt verfeinern wir die Ebene. Da klicken wir hier mal da drauf. Und nun können wir diese Ebene verfeinern. Was bedeutet das? Zunächst einmal können wir hier die Randbreite auswählen. Ihr seht, da wird um diese Katzenränder geschnitten, also ich kann das sehr fein machen, dann wird sehr nah an der Katzenkontur geschnitten oder sehr breit, dann läuft aber meine Auswahl eher in die Katze rein. Also ich versuche mal hier so einen Kompromiss zu finden, so vielleicht 4%, also nicht übertreiben, kleinen Kompromiss. Dann habe ich hier diese Auswahl drin.
jetzt kann ich diese Lektion noch ein wenig glätten. Da gehe ich mal ein bisschen höher. Das bedeutet, dass diese ganzen Fransen, ich hoffe, ihr seht das, ich versuche das mal wirklich hier größer zu machen. Mache ich übrigens mit Command Plus und Command Minus. Ihr seht hier, dass wir doch sehr fransig, eckig da selektiert haben. Und wenn ich die Selektion jetzt mal glätte, dann seht ihr, wie diese ganzen Spitzen hier einigermaßen weggehen. Die Auswahl wird sehr schön rund und glatt. Und wir können die Randschärfe noch ein wenig verändern. Das heißt, dieser Selektionsbereich läuft ein wenig aus in diesen anderen Bereich rein. Also ich schneide nachher nicht ganz so scharf den Farbkontrast, sondern ich lasse den so ein bisschen auslaufen. Müsst ihr mal ein bisschen ausprobieren. Das ist so ein bisschen Erfahrungssache, wie man das machen will. So, wir gehen wieder zurück und drücken Anwenden. Und nun sehen wir, haben wir hier eine Selektion, die ist ganz schön rund geworden. Ja, wir gucken, ob sie überall auch stimmt. Ja, aber einigermaßen gut. Und da wir eben diese Auswahlfläche mitgemacht haben, läuft eben gleich der Schnitt hier so ein bisschen raus. Wir sehen das gleich. Ich werde das jetzt mal ausschneiden. Command X, die Taste haben wir uns gemerkt. Und ihr seht, Katze ist weg. Ein paar Haare sind hier stehen geblieben, aber egal. Wir drücken Command V, fügen die Katze wieder ein. Soweit ist ja alles gut. Wir haben die Katze wieder eingefügt. Das haben wir ja eben schon gesehen, dass wir wieder zwei Ebenen haben. Denkt dran, wir gucken von oben auf diese Ebenen drauf. Wir können also die Katze ausschneiden, dann haben wir das Loch, ausschalten. Oder wir schalten hier den Hintergrund aus, dann haben wir nur die Katze. Und das ist ja eigentlich, was wir haben wollen. Und da bleiben wir auch mal. Und wir wollen jetzt die Katze auf einen neuen Hintergrund setzen. Und dazu generieren wir eine neue Ebene. Wie geht das? Indem wir hier unten auf dieses Blatt Papier klicken. Damit werden wir eine neue Pixel-Ebene hinzufügen und die wird immer an die oberste Stelle gelegt. Also hier oben ist sie jetzt und ja, das ist jetzt die neue Pixel-Ebene, auf der ich, wenn sie selektiert ist, ja, malen kann und Veränderungen machen kann. Ich muss aber aufpassen, die Änderungen, die ich jetzt mache, funktionieren oder werden nur in dieser selektierten Fläche gemacht. Ich habe immer noch die Katze selektiert. Also, wenn ich jetzt hier drin beispielsweise mit diesem Maleimer die Fläche fülle, und zwar die hier, da mache ich immer eine andere Farbe. Die Farbe kann ich hier oben einstellen. Wir nehmen mal hier so ein Grün. Ja. Dann fülle ich nur die selektierte Fläche der Katze. Das will ich aber nicht. Ich will den ganzen Hintergrund haben. Deswegen muss ich die Auswahl aufheben, bevor ich das mache. Ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ja, wir gehen wieder bis hierhin, wo wir die Ebene haben. Und wir gehen jetzt hierhin auf Auswählen. Und dort gibt es einen Menüpunkt, der heißt Auswahl aufheben. Und merkt euch mal, Command D ist die Taste dafür. Und damit kann ich eben jetzt diese Auswahl aufheben. Das bedeutet, dass ich auf dieser Ebene jetzt komplett in die Fläche male. Und ich mache das mal. Ich ziehe jetzt hier mit dem Ganzen mal so einen grünen Hintergrund rein. Und ihr seht, jetzt ist die Katze weg. Das liegt daran, dass wir natürlich jetzt eine ganze Papierfläche mit grüner Farbe gefüllt haben. Und wir gucken von oben drauf und können das Restliche nicht mehr sehen. Und deswegen müssen wir diese Ebene hier mal eine Ebene nach unten schieben. Ja, die soll unterhalb der Katze liegen. So, das mache ich jetzt und ihr seht dann auch, wenn ihr die Maus etwas gedrückt haltet, bevor sie loslasst, wie der Effekt dann aussehen wird. Und genau hier ist die Position, wo ich es haben will. Und ihr müsst ein bisschen gucken, ihr seht diese blaue Linie, hat hier verschiedene Positionen an der Ebene und wir wollen tatsächlich nicht in diesen Hintergrund rein, sondern wirklich auf der obersten Ebene reingehen. Also da muss man sich ein bisschen daran gewöhnen, es gibt hier so Hierarchien in diesen Systemen und wir wollen an die oberste Ecke hier. Also. Da kommen wir später zu, man kann eben diese Ebene noch ineinander klappen. Ja? Also das ist der Effekt, der da entsteht. Wichtig ist also wirklich zu gucken, dass das Ergebnis stimmt. So, und jetzt haben wir im Grunde genommen einen schönen Effekt hinbekommen. Wir haben die Katze ausgeschnitten, auf einen neuen Hintergrund gesetzt. Wenn wir jetzt den ursprünglichen Hintergrund einschalten, dann werden wir den nicht mal sehen, weil wir ja die Pixel-Ebene mit unserem neuen Ebenen, mit der grünen Farbe darüber gelegt haben. Wenn ich die ausschalte, sehe ich natürlich den Hintergrund wieder. Wollen wir aber nicht. Diese Ebene können wir im Grunde genommen ausschalten, die wollen wir nicht mehr haben. Wir wollen ja nur dieses Bild mit der Katze haben. So, wenn ich das mal verkleinere, dann könnt ihr natürlich jetzt, wenn ihr auf die Ebene der Katze geht, mit dem File-Tool, also hier mit diesem Verschieben-Tool, die Katze an jede Position verschieben. Ihr könnt die Rotation verändern, ihr könnt die Größe verändern. Alles das geht unabhängig von den anderen Ebenen. Wir ändern ja nur diese Ebene hier, auf der die Katze ist, beziehungsweise die mit der Katze. So einfach kann man also Objekte ausschneiden und im Grunde genommen wie eine Art Bildcollage wieder zusammensetzen. Ihr könnt also jetzt verschiedene Dinge machen, könnt zum Beispiel hier dieses Texttool anwählen und dann nimmt man hier einfach die Maus und hält die gedrückt mit der linken Maustaste und zieht mal seine Schriftgröße auf und dann kann ich losschreiben und hier hinschreiben meine Katze zum Beispiel und schon habe ich hier
einen Text, den kann ich natürlich mit dem Verschiebetool auch an jede Position setzen, wo ich ihn haben will, und kann hier die Größe noch verändern und mir hier so ein kleines Plakat schon kreieren. Das soll es für den ersten Teil gewesen sein. So viel zum Thema Ebenen, Selektionswerkzeuge, und ihr merkt schon, das Programm ist sehr, sehr mächtig. Man kann eine ganze Menge damit machen und wir werden auch eine ganze Menge damit machen. Es kommen immer weitere Teile dazu. Also abonniert am besten den YouTube-Kanal, dann verpasst ihr keinen dieser Teile und findet eigentlich so einen guten Einstieg in das Programm. Ihr könnt auch selber mal einfach rumspielen, ein paar Sachen klicken, vieles erklärt sich dann auch durchs Rumklicken. Aber wie gesagt, wir gehen in unserem Kurs immer so vor, wir nehmen uns ein Thema, machen das und über dieses Thema lernen wir dann Teile des Programms kennen und müssen jetzt hier nicht in 20 Kursen erstmal diese Tausenden von Schaltflächen kennenlernen. Das ist das Konzept des Clubs, dass es einfach ist und wir schnell zu einem Ergebnis kommen. Okay, hinterlasst gerne einen Kommentar, falls es ein oder andere nicht klappt, versuche ich euch zu helfen. Ihr könnt auch auf unsere Homepage gehen, www.arcada-club.de, und da gibt es unten rechts so ein kleines Hinweisschildchen. Wenn ich nämlich online bin, dann könnt ihr da drüber Kontakt mit mir aufnehmen und dann könnt ihr mir auch eine Frage stellen, dann kann ich euch direkt eine Antwort geben. Ich bin aber nicht immer am Rechner, aber geht mal auf die Homepage, da findet ihr auch alle diese Videos. Und da könnt ihr mit Kontakt mit uns aufnehmen. Das war's. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und weiterhin viel Spaß mit dem Programm und euren Mac-Computern.